Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir, ich glaube, das Ding heißt, den Schmelztiegel des Bösen abgeschlossen. Und wir haben den Patinawald besucht, wo wir eine neue Basis für die Sperlingsfedern, diesmal für den Namen richtig, besucht haben. Und ja, hat sich nicht so geeignet. Wir gehen weiter unsere Wege und gucken, was wir hier noch so alles finden. Wir gehen als nächstes Mal hier hin. Sobald ich irgendwie sehe, ja, Richtung Pendrago, würde ich sagen, wir gehen woanders hin. Aber naja, wisst ihr ja schon, ne? Wir gehen natürlich immer erst dahin, wo wir noch nicht hin sollen. Erdbeerwaffel! Ich glaube, wir haben im Feld auch noch nicht alles erkundet. Wird schon irgendwie, also nicht. Irgendwie finden, wenn ich irgendwas übersehen habe. Ich glaube, so gut haben wir alles. So, da ist schon mal ein Speicherleiste, aber noch nicht. Da fragt sich nur, wo wir jetzt da hinkommen. Oh. Ausgang zur westlichen Weide. Gibt es da noch weiter? Bitte sagen wir nicht, dass wir hier richtig sind. Perlhafweide. Also wird das hier richtig Open World, kann das sein? Wo genau sind wir hier? Das ist ein Farmer. Muss ich gegen den kämpfen? Da ist ein, oh! Das ist ein Schwein, sehe ich gerade. Schwäche Wasser. Oh Gott, die machen. Soll eigentlich heilen, aber okay. Stimmt. Ja, sehr schön. Ja. So weit von Abwägen möchte ich jetzt echt gesagt auch nicht kommen. Okay, wo geht's denn hier lang? Pendrago nach Südwesten, große Camelot-Brücke und Wiese des Triumphes. Ich sage, wir gehen mal wieder zurück. Das scheint doch hier der halbwegs richtige Weg zu sein. Na gut. Das sollten wir noch finden. Die ganzen optionalen Gebiete, die wir bis jetzt gefunden haben, waren jetzt noch nicht alle so schwer. Weil diese eine Höhle. In der Nähe dieses Waldes haben wir auch abgeschlossen, mehr oder weniger. Da war noch so ein mächtiges Viech am Warten, aber trotzdem. Die Nadel war jetzt auch nicht schwer. Wir müssen irgendwann nur alle Orte nochmal abklappern, wegen diesen ganzen Sonderbosse. Wie auch hier, so ein Bäh-Mod, Level 44, irgendwie sowas. So, auch über zurückkehren. Ja, das ist auch wieder so ein schiefes Ding, ne? Da kenne ich langsam an der Form. Da. Ja, auf der Karte erkenne ich das schon an der Form irgendwie. Und da war mal letztes Mal. Joink. Da fragt sich, ob ich hier den äußeren Bereich so erkundet. Ja, muss ich ja, ne? Ich kam ja von der Richtung ungefähr. Irgendwie so ein Modell. Ich habe irgendwie Angst, dass die Texturen, wenn nicht geladen sind, ist ja, weil man zu weit entfernt ist und man sieht das einfach noch nicht. Erst wenn man näher dran geht, sieht man irgendwie so ein Monolith oder so eine Schatztruhe. Das ist zum Beispiel ein Speicherpunkt. Und ich sehe schon da steht irgendjemand an der Karte, der uns wahrscheinlich sagt, hier könnte nicht passieren. Na, in der Ferne habe ich, glaube ich, ein Monolith gesehen. So, einen von denen werde ich ja wohl erkunden können, oder? Soll mal nachgucken hier bei meinen Entdeckungen, ob ich schon wieder was verpasst habe oder nicht. Ich kann keinen von diesen Türmen hier erkunden. Was soll das überhaupt sein? Ist die Erde so darüber gewachsen einfach? Mach mal irgendwie eine Kanone, Riesenbohrer.
einer Walküre. Thema ich schon mal angesprochen. Viel zu viel Geld. Weiß nicht, was ich mit dem Geld anfangen soll. Ich kriege in letzter Zeit viele Erdbeerwaffeln. Macht bloß wahrscheinlich mit ihren Abakus und ihrem Dolch. Und hallo. Uns wurde berichtet, dass in der Nähe ein brutaler Verbrecher versteckt. Was? Dass sich in der Nähe ein brutaler Verbrecher versteckt. Dieser Bereich ist für die Öffentlichkeit gesperrt, bis die Suche abgeschlossen ist. Irgendwie witzig, wenn ich den so angreife, auf einmal beginnt der Kampf. So, keine Ahnung, wo uns der Weg hinführt. Nehmen wir an, zum Schlachtfeld irgendwie. Naja, ja. Joink. Das ist mal ein Loch. Das ist keine Prüfung wert, ehrlich. Ist das nicht irgendwie das große Loch von was weiß ich, ach ja, der Monolith. Eine große Toilettenschüssel des Triumphes. Der Wiese des Triumphes. So bitte Monolith hier. Effektpotenzial. Nachdem du einen Effekt zugefügt hast, sinkt die Chance, dass der Effekt bei demselben Feind wie bei mächtigen Feinden, sollst du daher schwächer kommen und antanken, also um viel effektiver erfolgreich anzubringen. Ja. Gucken wir mal AP-mäßig. Ich glaube schon wieder eine Menge. Ich habe 10, ja. Und was habe ich ja letztens weggemacht? Kann ich ihn ja noch reinpacken. Nee, wenn du amortisierst mit Art, ja, das habe ich ja nicht. Wird die mal hier rein, ne? Ja, für die Wahrscheinlichkeit, dass du angegriffen wirst. Ja, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Tun die einfach ausrüsten. Das habe ich eigentlich bei Verteidigung senkt und einmal bei Verteidigung erhöht. Mal gucken, wie hat. Wahrscheinlich sind die Gegner voll verwirrt. So, soll ich jetzt angreifen oder nicht? Lauf dann einfach nur so im Kreis im Kampf. Weil einmal meine Provokation, sag ich mal, erhöht wird und einmal gesenkt. So, was mache ich jetzt? Fliege dann so einfach im Kreis. Wie ein Dragon Ball Xenoverse oder was. Wow, was zum? Das ist der Dingens hier. Alter. Was ist denn hier los? Diese Domäne, sie ist überwältigend. Ich meine, es tut ernst zu reden. Das ist viel von uns. Bist du sicher, dass du weitermachen willst? Nein. Alter. Ich gehe mal speichern und guck mir an, was das ist. Was zum Teufel? Er ist doch hier dieser Löwentyp hier. Wie hieß er nochmal? Haldelf? Er steht da einfach. Weil die Musik im Hintergrund ist da voll menacing. Aber ich habe da so rote Kräuter gesehen. Möchte ich gerne haben. Scheiße, die Monster war auch voll stark. Ne, da war irgendwie eins, aber direkt davor. Ja, gucken wir mal. Ich habe eine ganz doofe Idee. Gehen wir mal da rein. Felshacken. Joch. Boah. Hier ist zum Beispiel irgendwas, glaube ich. Musik, ne? Vor allem, wir können uns nur langsam bewegen, das macht es irgendwie noch epischer. Frage mich, ob ich hier durch kann, ohne dass ich im Kampf verwickelt werde. Ich meine, das ist ja offensichtlich ein Gebiet, wo noch keine
wo ich noch nicht hin soll und wo wahrscheinlich viel stärkere Gegner sind. Er bedeutet dann, das Loot ist wahrscheinlich hier noch viel besser. Käsekuchen. Kann mich nur langsam hier bewegen, das ist natürlich klar. Hallo. Also hockt er einfach. Also er erzählt da gerade irgendwie Pause so. Von seinem, ich zerstöre die Welt, mach alles kaputt. Gott. Das sieht machbar aus. Oh, meine Seraphen sind weg, stimmt. Meine SA sind auch weg. Ich kann meine Arzt nicht einsetzen, ich kann gar nichts machen. Mein Gott, wie hat hier so spieltechnisch Folgen hat. Ich gehe mal an dir vorbei, ne? Was soll ich dagegen? Wird der Effekt überhaupt aktiviert? Nö. Ha! Jetzt kommt er voll auf mich zugedüst, ne? Kann man überhaupt durch? Hallo. Ich gehe mal kurz hier gucken, was so ist, ne? Ist ja nichts dagegen, oder? Ob der da einfach so? Ja, heiliger Trank wird wahrscheinlich nicht funktionieren, ne? Hey, so kann man sich doch an die Gegner anschleichen, oder? Oh Mann! Du kannst auch nicht abwehren, kann das sein? So, wieder hochheilen. Weiß nicht, was ich hier mache. Versuche einfach so weit wie möglich hier reinzukommen. Ich sehe überhaupt nichts, ey. Ach, hier ist so ein Stein. Ja, pff. Wieder zurück. Ich glaube, ob da echt nur storymäßig was mit mir zu tun hat, oder ob mein Level irgendwie liegt hier. Wer rein können oder nicht. Ja, okay, was habe ich jetzt hier rausgeholt? Käsekuchen und ein rotes Kamille, ne? Ist nicht so gelohnt. Dann tun wir dem mal guten Tag sagen. Er ist auf einmal Game Over, das Spiel schon wurde gelöscht. Ist jetzt tot. Was geht, na? Jetzt bin ich noch, ich bin der Hirte. Hi, Zelda. Ich war einfach Level 101. Ich kann nicht flüchten, ist klar. Wer hat das gedacht? Ich verliere gegen den Typ. Okay. Das ist passiert. Und ja. Wir gehen da nicht nochmal hin. Weil der, ich nehme an, finale Boss des Spiels wartet da auf uns. 101, ey. Junge. So. Alle sind jetzt irgendwie sehr eindeutig, wo wir hin sollen. Ich nehme mal eine Abkürzung. Dieses Triumphes. Vorhin Schmelztiegler Bosheit, ja, doch so genannt. Südlichen. Perlhafenweide.
Ausgang zum südlichen Kang. Ah, ich kann mich direkt dahin. Okay, sehr gut. Dann tun wir uns eben direkt dahin porten. Okay, Entschuldigung. Okay. Dann auf zu den richtigen Weg. Weil der wie wo ist irgendwo da. So na bakana. So na bakana. Eine Anspielung an Dingens hier an Daos. Ja, wieder überraschend großes Gebiet. Ich nehme an, hier ist sehr viel mehr Bosheit, weil hier so dunkel. Das ist für mich ein Anzeichen, dass hier Bosheit ist. Und das ist doch sicher eine Erkundung hier, ne? Na, wie wollen wir mal wetten? Ich wusste es. Fallende Weizen. Eine bittere Ernte. ああ。最悪の時代と言っても、まだまだ豊かなところは残ってるんだな。一見ね。一見麦をよく見てみろ。これは実は全然入ってない。こっちも。もみの中はカビだけだ。黄金カビだ。この一帯は全滅だろうな。全滅。最近広がりまくってるの。この分じゃ今年の収穫も期待できないな。 Irgendwie alles hier auf die Bosheit zu schieben, ist auch irgendwie komisch. Ich meine, das ist wahrscheinlich der Grund dafür, aber trotzdem. Ich dachte, da liegt jemand am Boden. Also hier. Nee, hier in diesem Raum. Oh, hallo, na? Ich habe schon gekämpft, also geh weg. Ach man. Ganz am Anfang habe ich mit meinem Schwert Spinnenweben zerschneiden können, aber sonst konnte ich jetzt nichts mehr damit machen. Bei Gegner angreifen kann ich auch mit meiner Flamme. Zum. Das stinkt hier. Weißt du was, stimmt hier? Ja, boah. Das war dein Beitrag? Wir sind ganz schön hartnäckig. Wind, weiß ich nicht. Wir müssen ihn wahrscheinlich die ganze Zeit verstärken, ne? Derjenige, der stark gegen die ist, haben wir natürlich nicht dabei. Alter! Lassa, was? Bitte? Das ist ja ekelhaft. Wie ist das Art? Ist das so gebracht? Hab ich grad Dings rausgeholt, Daisel. Teilstein. Trägt jeder von den Haarschmuck? Ja, jeder von den Mädels hier trägt Haarschmuck, merke ich gerade. Edna hat ein Haarband. Rose hat hier so Zopfbinden, sag ich mal. Leider hat auch. Ja, eine Spange, ne? Oder. Das ist wie so ein Tiara. Ja, hat sie auch als Ausrüstung, ne? Aber diese Matrone gehört mir. Steht mitten im Feld, warum? Hat Steve die erlegen gelassen? Schieberohr in die Ohren eines furchtlosen Hundes. Sehr weich, sehr flauschig.
Okay. Irgendwann mal. Wenn ich mich mal entscheide, irgendwelche anderen Sachen auszurüsten. Meinen Charakteren. Also, das finde ich toll. Das ist ja so eine Ruine wieder. Ich das Feld abbrennen. Also Speicherung, das ist schon mal gut. So. Gafferitz Ruinen. Wegen Unfall Gefahr ist unbefugt das Betreten der Ruine verboten. Räuber werden streng bestraft. Grenzpatrouille des Reichs Rolans. Was, wenn ich trotzdem da reingehe? Was wird der eigentlich machen, ne? Nix. Sag mir, ich kann ja noch nicht vorbei, oder? Hier sind Gräber, das heißt, irgendwann wird auch da rausgekrochen sein. Kann ich hier schon irgendwie rein? Den Schnelldurchgang mal. Ich bin nur zum Looten hier, Entschuldigung. Sieht aber so aus wie diese Ruine, wo wir zum ersten Mal die Wasseramortisierung bekommen haben. Ich sehe da immer so Gänge, aber scheint durch Wände blockiert zu sein. Scheint ja nirgendwo reinzukommen. Sehr wichtigen Gebieten. Monolith. Geöffneter Sarkophag. Ich müsste ausgerechnet den hier finden, ne? Ein bisschen zu viel für Rose. Toter. この手触りからして潰すべひんやり様式と見た。洞窟されてるのが残念だな。僕たちも個人の誇りを尊重して調査しないとね。結構埃が溜まってる。つまり掃除が行き届いていない説が有力だと。ロゼ、さっきから何やってんの？いや、一回スレイたちの趣味に混ざってみようと思ったんだけど。 Wenn sie das nicht interessiert, warum mischt die sich eigentlich mal bei so was ein? Verstehe nicht. Und Tod verfügen um erschauliche Eigenheiten automatisch zu heilen. Du kannst sie verdreschen, wie viel du willst. Sie werden ständig ihre KP auffüllen. Horror. Aber belege sie mit Staatskrankheit und ihre KP-Wiederherstellung wird blockiert. Diese Technik sollte jeden angehenden Geisterjäger in Fleisch und Blut übergehen. Höhe. Ehrlich gesagt, so weit wird angesprochen im Sinne von, das ist zu viel für Rose. So, dann gehen wir mal hier raus. Hier scheint es noch nicht so, scheint noch nicht so erkundungsfreundlich zu sein. Die meisten Gebiete noch verschlossen sind, nehme ich an. Aber ich nehme an, wir müssen irgendwann hier rein, wenn das auch so ein Ding ist. Ich dachte, du wärst ein Toter, Rose. Entschuldigung. Schon in deiner Kleidung jetzt. Okay, raus hier, raus. Weil ich möchte speichern und den Part beenden und meine Aufnahmesession auch. Ja, ich wieder offscreen ein bisschen Level. Wat? Okay. Jetzt glaube ich echt, dass man hier irgendwie Erde braucht. Als Fähigkeit, also so eine Fähigkeit hier, wow, da wäre ich beinahe in den Skelett reingerannt. Hat man, hier war ich noch nicht, ne? Bei mir ist noch keine einzige Truhe gewesen, oder? Die ich so hätte einfach plündern können, als Trostpreis. Ah, ich laufe hier voll umsonst rein, kann das sein? Ich
Oh Gott. Oh, hi. Null besser, yay. Finstertrunk, yay. Weiß jetzt nicht so dolle. Wir müssen den ganzen Weg hier nochmal zurückrennen, ne? Das ist auch nichts. Boah, da war schon wieder knapp. Ja, mich den ganzen Weg wieder zurückrennen. Da gab es dann noch eine Radseite, die ich noch nicht erkundet habe. Mach mal alles, wenn wir auf Zelle heben müssen, nehme ich an. Riecht schon nach, dass wir übernehmen müssen. Na gut. Wollte mal einen Kunden, Mann. Gut, was haben wir heute alles gesehen? Wir haben eine riesige Domäne gesehen, wo wir nicht hin konnten, weil der Helldalf da war, der uns platt gemacht hat. Also wäre hier hingegangen. Das Feld, das können wir ja auch noch erkunden. Ich auch noch nicht alles erkunden, aber wir können die andere Seite nächstes Mal hier erkunden. Mal sehen. Ich gehe wahrscheinlich nächstes Mal die nächste Seite hier erkunden. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, ist die Partband. Oder sehen wir uns in der nächsten Folge. Let's Play Tales of Systeria. Ich glaube, ich alle herzlich fürs Zuschauen und sage, tschüss, bis zur nächsten Folge.